Im Jahr 1904x ein Supernazi mit dem Namen Hermann Fegelein, Boss Broad, keine Ahnung, was es heißt. Er war bekannt als der größte Troll des Dritten Reichs. Es hat ihm sehr gefallen, Antics zu committen. Was heißt, sich Widerstand leisten? Naja, als ihm das zu langweilig wurde, einfach nur im Führerbunker Widerstand zu leisten oder rumzutrollen, was auch immer, hat er es in einem Hochhaus gemacht? Oder so? Ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls sehr hoch, das Haus. Oh, da ist er. Oder auch nicht. Ja, jedenfalls herzlich willkommen zu Fegerman vs. The World. Einem Fangame, sage ich mal. Und da heute der 20.04. ist, denke ich, passt das Ganze hier mal ganz gut rein. So als einmaliges Video. Da das Spiel eh noch lange nicht vollständig ist und ich glaube auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Ja, hat das alles nicht so viel Zukunft, sag ich mal. Ja, und das Ganze ist irgendwie so mit Dritten Reich thematisiert. Das Ganze ist vom YouTuber namens Fegelein The Lost Tapes. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Produziert zwar aktiv keine Videos mehr, aber die alten sind extrem geil. Kann man wirklich nichts gegen sagen. Und ich würde sagen, wir fangen am besten an. Das Ganze ist natürlich eine Parodie auf Mega Man. Sollte ja eigentlich bekannt sein, denke ich mal. Wir nehmen einfach mal den Slot hier. So. Ich finde, das sieht ehrlich gesagt ein bisschen behindert aus. wir nehmen einfach mal ihn hier, weil er cool aussieht. Fegerman, ja. Deswegen, wer genau Fegelein ist und so, weiß ich nicht. Ich meine, sowas lernt man ja auch nicht. Wir nehmen Easy, weil ich spiele das Spiel eigentlich quasi zum ersten Mal. Von daher ist das Ganze noch etwas ungewohnt, sag ich mal. So, wir haben drei Moves. Schießen, schlittern und springen. Wow, cool. So, ja, die Gegner sind witzig. Hier ist einer. SS. Wir müssen ihn natürlich besiegen und dabei selber versuchen, nicht getroffen zu werden. So zum Beispiel. Wenn das Ganze hier schon etwas schwieriger wird. Warten, bis er schießt und dann dürfen wir so rüber. Ich meine, sowas wie Experience gibt es ja nicht. Das heißt, es besteht ja absolut kein Zwang, sie zu killen. Hilfe. Okay. Da ist die SS von der Uniform her. Müsste sie das sein. Oh, verdammt, zu früh gesprungen. Wir haben ja oben links eine Lebensanzeige, wie ihr seht. Also, die sieht ja auch aus wie bei Mega Man. Also, von daher, denke ich, schon mal nichts Besonderes. Wie gesagt, ist ja eine Parodie auf Mega Man. Und ich weiß nicht. Ich habe das Spiel einfach mal gesehen und dachte, ach ja, am 20.04. kannst du das Ganze ja mal sozusagen als Special, wenn man es so nennen will, bringen, weil es eben auch ein einmaliges Video ist. Ja, noch was wir machen können, ist die Waffe wechseln. Und können wir doch noch nicht. Können wir wohl erst später. Ich habe nämlich eben gesehen, das kann man, aber anscheinend, oh Hilfe, erst nach diesem Tutorial-Level hier. Aber okay. So, das war übrigens Leben. Was da gedroppt ist, diese schwarze Kugel. Oh, warte, das bringt ja nichts. Solange er sein... Komm her. Ausweichen geht immer so schwer, deswegen mach ich das lieber einfach so. Komm her. Na los, zeig dich. Perfekt. So, und das ist, glaube ich, kein Leben, sondern damit würde man theoretisch die Munition seiner anderen Waffen auffüllen, wenn man eine andere hätte. Die wir immer haben, die hat unendlich Munition, die können wir immer schießen. Aber die anderen haben begrenzte Munition und das war so ein Ding, damit hätten wir die auffüllen können. Naja. So, jetzt sind wir auch schon beim Boss vom Tutorial-Level. Dreimal dürft ihr raten, wer es ist. Genau. Er hat etwas mit diesem Zeichen hier zu tun. Wer soll nicht verraten, wer das sein könnte? Und ich ratet einfach mal. Es ist wirklich nicht zu erraten. Es ist unglaublich schwierig, darauf zu kommen. Es ist Adolf Hitler. Wow. Das ist für dich, Fegelein. Warte, das ist falsche Stimme. Verdammt, die Fraps FPS-Anzahl ist davor. Ich kann nicht lesen, was das ist. Ich kann das nicht lesen. Wie auch immer, ich habe genug von deinem Wahnsinn und nun suche ich nach Rache, wenn ich das richtig übersetzt habe. Ich bin ein Deutscher und mit Englisch habe ich es nicht so. Vielleicht sollte man die Peter rufen, denn hier wird gleich in den Arsch getreten. Dein Widerstand wird endlich hier enden. Wieder und wieder musste ich leiden. Aber dieses Mal wirst du nicht so glücklich sein. Ach ja. Das war eine Überraschung für mich. Oh ja, das habe ich tatsächlich. Okay. OMG, ein Riesen-Hitler.
Na, lasst uns doch sehen, wie du damit umgehst. Okay, wie werden wir damit umgehen? Naja, wir werden... Okay, die Boss-Lebensanzeige ist schwarz, nicht braun. Das wundert mich jetzt. Okay, ballern wir einfach mal drauf. Au. Hilfe! Ah, Gott. Gerade noch rechtzeitig weggesprungen. So, komm her. Baller, baller. Aua. Ja, der oben schießt noch Minen. Da hätte ich vielleicht drauf aufpassen sollen. Oh Gott, wir... Nein! Verdammt, wir sind genau von ihm getroffen worden. Einfach weiter drauf raufballern. Wir können das schaffen. Yes. Und das reicht Hitler nochmal. Also, naja, den Tutorial-Boss hätten wir geschafft. Der war jetzt auch nicht so schwer. Obwohl wir fast gestorben sind, ne? Na, ich habe auch sehr unvorsichtig gekämpft. Das war brutal offensiv und nichts defensiv oder so. Naja, okay. Wer ist das denn hier? Krebs. Sieht so aus, als hätte der Führer mal wieder die Kontrolle verloren. Er hätte einfach damit nicht anfangen sollen, womit auch immer hier. Es sieht so aus, als hätte er nun unglaubliche Maßnahmen ergriffen, um dich endlich zu stoppen hier. In einem Versuch, dir deine eigene Medizin abzuverabreichen, ist er in so einen seltsamen Gehirnwäschensplien verfallen, während du beschäftigt warst. Und nun wollen Videospielcharaktere von nah und von fern gegen dich kämpfen, sagen wir es so. Nachdem Super Mario den Führerbunker infiltriert hat, das ist ein Video übrigens, das ist extrem geil, müsst ihr euch reinziehen. Ja, vor einigen Monaten hat der Führer interdimensionale Reisen studiert. Und jetzt... er kann das wohl alles aufgrund seiner komischen fliegenden Untertasse, die er da eben hatte. Vielleicht hat er sie von Schindlers Liste oder so. Das ist Craigs Liste, den Witz verstehe ich nicht. Ich habe Schindlers Liste leider noch nicht gesehen. Naja, wie auch immer. Wenn du, if you want to catch up him, wenn du ihn fangen willst, dann wäre es ziemlich weise, wenn du diese 8 Charaktere, die er geschafft hat zu kontrollieren, vorher niedermetzelst. Oha, diese Grafik einfach nur. Das ist die detaillierte Information, die ich über einige deiner Gegner gesammelt habe. Und nach meinen Karten sind sie alle an diesen Plätzen, die hier aufgelistet sind. Und hier an diesen paar bestimmten Junctures, keine Ahnung. Unglücklicherweise kann ich dir nur einen Ort zum Starten geben. Wenn du mehr reingehen willst, dann musst du diese Region auch erforschen. Also er schickt uns zum Startplatz und wir müssen durchlaufen und am Ende wartet der Boss. Wow. Na toll. Das ist eigentlich cool. Mir wurde schon langweilig, mit diesem alten Mann rumzudödeln. Das ist natürlich. Naja. Während du auf deiner Mission bist, wird Himmler, der Chef der SS, wird er dich manchmal anrufen und dir Hilfe geben. Wenn du dieses Zeichen siehst, dann drücke den Hilfe-Button für Himmlers Hilfe. Ja. Wie auch immer. Ich glaube, dafür muss ich H drücken. Traudel und Gerda. Ach du Scheiße. Sind außerdem auch verfügbar im Geschenkeshop, um dir manchmal Assistenz zu leisten, wenn du welche brauchst. Moment mal, warte eine Minute. What's in it for you, Krebs? Also was ist da für dich dabei, Krebs? Ach, gar nichts. Ich brauchte einfach nur eine Entschuldigung, um auf meine Karten zu zeigen. Du wirst nicht glauben, was das für einen Orgasmus verursachen kann. Ich hatte schon so das Gefühl, dass das keine getrocknete Milch auf meinem Atlas war. Bäh, igidigid. Ich dachte, die waren alle impotent, die Nazis. Na egal. Wie auch immer. Naja, du hast jetzt deutlich keine Zeit mehr verlieren. Finde ich auch. Los jetzt hier, Mann. Verdammt nochmal. Ja, ganz Gelaber hier ist unglaublich. Okay, hier endet dann der erste von 2 Parts für euch. Im zweiten machen wir dann noch die Mario World. Und ja, das war's dann auch von diesem sozusagen Special Video. Also, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.